Stellt euch vor, ihr seid ein einsamer Taucher in den finsteren Tiefen eines Unterwassergrabens, den wenn überhaupt nur wenige menschliche Augen zuvor gesehen haben. Doch um weiter in die Dunkelheit vordringen zu können und deren letzte Mysterien zu lüften, habt ihr die Möglichkeit, die Kreaturen um euch herum in Besitz zu nehmen. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen bei Sylt. Sylt ist ein, wie ihr sehen könnt, wunderschönes, physikbasiertes Puzzle-Abenteuer im Limbo-Stil, bei dem ihr die gerade erwähnte Fähigkeit besitzt, Unterwasserkreaturen per Telepathie zu kontrollieren, während ihr eine uralte Entität in den Tiefen des Ozeans erwecken möchtet. Ich meine, guckt euch mal nur diese Bilder an. Wer denkt da nicht gleich an Limbo, Inside oder vielleicht noch Little Nightmares? Alle Spiele, die nicht zu Unrecht ihre treuen Anhänger gefunden haben und bis heute zu den besten Indie-Games aller Zeiten gezählt werden. Und was mich persönlich angeht, naja, gerade bei so einer abstrusen Grundthematik mit riesigen bisher unentdeckten Unterwassermonstern und einer rätselhaften Kraft im Zentrum eines tiefen, tiefen Abgrundes, werde ich persönlich als Science-Fiction- sowie Mystery-Fan gleich besonders hellhörig. Die Demo, die ich euch gleich zeigen werde, dauert etwa 20 Minuten, um durchgespielt zu werden, Link in der Beschreibung, und ist von Anfang bis Ende ein visuell beeindruckendes Erlebnis. Unser Taucher ist nicht besonders stark und wird daher ziemlich leicht sterben, ähnlich wie in Limbo, aber seine Fähigkeit, andere Kreaturen zu besitzen, ist nicht nur interessant, nein, sondern auch wirklich praktisch. Es ist eine einfache, aber effektive Mechanik, mit der wir die speziellen Fähigkeiten der Kreaturen um uns herum zu unserem Vorteil nutzen können. Und sei es nur dafür, um uns mit einem kleinen Fisch durch eine kleine Felsspalte zu zwängen. Sylt ist eine unglaubliche Erfahrung. Gefüllt mit den atemberaubenden Wundern der Tiefsee, raffiniert designten Rätseln und vielen, wirklich vielen schrecklichen Arten zu sterben. Zwar befindet sich Sylt aktuell noch mit einem angepeilten Release im Frühjahr 2022 in der Entwicklung, doch reift es jetzt schon zu einem ganz besonderen Spiel heran. Ein entzückend düsterer Schatz, wenn man so möchte, der nur darauf wartet, von uns aus den Tiefen geborgen zu werden. Sylt. In den unendlichen Tiefen wimmelt es von Goliaths. Unter den Wellen und der schäumenden Gischt. Jage sie, nimm ihnen ihre Augen. Denn in ihnen liegt ihre Macht. Eine große Maschine schlummert in der Tiefe. Erwecke sie, um dein Schicksal zu besiegeln. Und schon sind wir mittendrin. Schöner Animationsstil. Okay, wir sind hier festgekettet und können mit Steuerung links die Übernahme starten. Macht er das selber oder muss ich... Nee, muss ich noch bewegen? In die Augen bitte. Na, ran da, aber er will nicht. Ich muss das leider mit Tastatur spielen, weil ich konnte gerade den eventuell vorhandenen Controller-Support nicht finden. Und dann loslassen. Ja, okay, Feuer loslassen, das merken wir uns. Kreaturenfähigkeit E. Und der darf jetzt genau die Kette durchbeißen. Besitz beenden. Oh, die Atmosphäre.
wirklich wie Limbo unter Wasser. Wow, wie schaurig. So, wen können wir jetzt hier bitte in Besitz nehmen? Hier kommen wir nicht durch. Vielleicht hier durch den Schlitz erstmal den Strahl schicken. Ne, hier sind keine Fische. Das ist gut. Nehmen die kleinen, genau. Wie im Intro-Text gesagt. Mit einem kleinen Fisch durch kleine. Das ist ja super. Durch kleine Schlitze flutschen. Das wollte ich jetzt eigentlich noch sagen. Okay, übernommene Fische, die gefressen werden, übernehmen den Fresserfisch. Jetzt haben wir's. Jetzt ist cool. Und jetzt haben wir's nur noch besserer. Und bitte. Und dünn. Können wir jetzt auch Fische futtern, wenn wir wollen. So just for fun vielleicht. Nicht abhauen. Tatsächlich. Aber uns beißt der nicht. Vor uns hat er Respekt. Und hier bitte raus. Wie tief wir wohl sein mögen. So, schneller bewegen. Naja, die Sprint-Taste kennen wir ja. Wo lang sollen wir? Nee, da können wir nicht durch. Ich kann die Ebenen noch nicht so richtig auseinanderhalten. Da ist ja jedes Spiel so ein bisschen eigen. Na, was bist du für einer? Brauchen wir dich vielleicht noch gleich? Bist du böse? Hey! Ja, er ist böse und wir sind sofort tot. Ein Ditcher und wir sind tot. Wir müssen uns wahrscheinlich erstmal hier um den Hammerfisch kümmern. So, schick mal deinen Strahl los. Wie weit kommen wir damit? Ach, ist ja der Wahnsinn, Mensch, wie weit du kommst. Reicht das schon? Können wir dich übernehmen? Ja, können wir. Wir müssen ihn wahrscheinlich irgendwie töten oder so. Hey, ihr Schlingpflanzen, ihr oder, naja, Korallenwesen, Entschuldigung, die leben hier auch. Wollt ihr ihn nicht fressen? Oder regelt sich das jetzt hier noch gleich von selbst? Wir gucken erstmal. Vielleicht hat auch das so eine gewisse Reichweite. Bring ihn um! Das geht, ne? Das müssen wir wahrscheinlich machen. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Okay. Und dann müssen wir schnell, aber schleunigst, müssen wir dann an den bösen Hammerfischen hier vorbeischwimmen. Hier funktioniert auch die Sprint-Taste, gut zu wissen. Gibt es noch irgendwelche Kristallkonstrukte? Ach, guck mal. Jetzt brauchen wir auch noch einen Fisch, also einen Beißer, damit wir die Lianen da durchbekommen. Boom! Okay, das machen wir nicht nochmal. Ich guck erstmal. Wir schwimmen ein Stückchen. Vielleicht ist das ja so eine kleine Geschicklichkeitseinlage. Ich will auch mal ganz kurz oben gucken. Gibt es hier vielleicht was zu entdecken? Nein, noch nicht. Meine Güte. Aber er muss ein Mensch sein. Er hat eine Sauerstoffflasche hinten drauf. Schnell schwimmen, schnell. Ignoriere ihn. Wie weit folgen die ein? Nicht sehr weit, ne? Das ist gut. Dann gehen wir hier in die Ecke. Haben wir hier unsere Ruhe? Ja, schön. Den Strahl losschicken. Und jetzt müssen wir mit ihm hier sehr schnell schwimmen. Nicht, dass der von wen anderes gefressen wird. Oh, warte, was? Jetzt haben wir wieder ihn, aber wir wollen ihn noch gar nicht. Wir wollen einen Beißer haben. Reicht das schon? Nee, muss näher ran. Also nur leuchten reicht nicht aus. Kurz flackern, ich glaube, das ist die Lösung. Okay, vorsichtig, vielleicht ein bisschen sneakiger. Hier unten ran schwimmen. Ja, das ist das Rätselslösung. Beiß, wie du noch nie zuvor in deinem Leben gebissen hast. Du bissiger Fisch, du. Hey, stopp! Es geht nicht weiter. Daneben hier, ein bisschen höher. Verdammt! Ja, so ist gut. Zurück. Und jetzt sind wir wieder dran.
War nur ein Test. War nur ein Test. Schön unten am Boden entlang schwimmen. Los! Du tauchst schon. Herrlich. Gefällt mir wirklich. Ich mag solche Spiele. So düstere kleine Leckerbissen. Umsehen. Ach, guck mal. Mit den Pfeiltasten. Ist ungewohnt alles. Aber ich hab's probiert, Mann. Ich hab's mit dem Controller hier. Das geht nicht. Ich guck noch einmal in die Einstellungen. Warte mal, stopp. Wenn ich die Vibrationsstärke einstellen kann, warum kann ich dann nicht den Controller nutzen? Eine Sekunde bitte. Ja, aber nein. Auf Steam ist eine komplette Controller-Unterstützung angegeben und das Einzige, was ich mit Controller aktivieren konnte, war halt den Startbildschirm wegklicken und dann, ab dann reagiert das Spiel nicht mehr auf meine Xbox One Pad-Eingaben. Und das wird wahrscheinlich warten bedeuten. Schwimm, 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 schnell, 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 schnell. Wo müssen wir hin? Immer schön die Umgebung im Auge behalten. Oh mein Gott, wo müssen wir hin? Na los, so schnell sind die nicht. Oh, was für ein Konstrukt am Hintergrund. Aber wir sind noch nicht durch hier, ne? Bleib schön weg von denen. Das ist eine richtige Herausforderung, das mit der Tastatur, mit WASD zu spielen. Ich glaube, wir müssen irgendwas weghauen, ne? Irgendwas, was ihr schon wieder gesehen habt und ich noch nicht. Diese Wand eventuell. Da unten ist nichts Kristallines. Er hat uns gewittert, ne? Eine Sekunde bitte. Nein, den da unten. Da ist das Auge, ne? Das meint auch der Intro-Text, glaube ich. Zack. So, nun. Wir könnten uns bestimmt jetzt auch selber killen, wenn wir wollen. Hau das weg. Ich habe ja voll recht gehabt. Das gibt's ja nicht. Intuition, ich danke dir. Wieder wegschwimmen. Zitrill. Und hier durch, bitte. Mhm. Oh, sehr schön. Schönes Parallax-Scrolling. Oh, warte. Wir waren in einem riesigen Fisch gerade unterwegs die ganze Zeit. Wie fett, ey. Das gibt's ja nicht. Sehr cool. Es hat mich. Silt, Gameplay Deutsch. Eine absolute Empfehlung. Und auch, wenn wir alle wissen, dass ich jetzt gleich sterben werde, ich will mal kurz rangehen. An das, naja, an das Leuchtstäbchen hier. Nee, sie verzieht sich. Die Leuchtquelle. Ich folge dir. Warte auf uns. Können wir sie übernehmen? Na los. Nee, das. Oh, das checkt die, ne? Das checkt die. Lampe an, Lampe aus. Ah. Aber vielleicht sollten wir kurz die Lampe auslassen. Wer weiß, wessen Aufmerksamkeit wir dadurch auf uns ziehen. Eieieiei. Muss ja nicht sein. Wobei, magst du die Lampe? Stresst dich nicht, ne? Ah, what the heck? Schwimm! Das ging zu schnell. Das ging eindeutig zu schnell. Also übernehmen oder anleuchten. Irgendwas in die Richtung. Vielleicht hält die Lampe nicht ewig. Wir werden es gleich rausfinden. Schnell, 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 schnell. Da ist er, da unten. Da unten. Anleuchten, anleuchten. Jetzt hoch. Ist egal. Wir müssen schneller sein oder ihn übernehmen. Und dann erstmal schön von uns entfernen. Kuh, Lampe. Durch die Lampe können wir die vergrabenen Wesen auch besser sehen. Aber können wir sie jetzt schon übernehmen? Eine Sekunde. Warte kurz. Ja. Mal gucken. Da, ihn. Ihn sollst du übernehmen. Ging nicht, ne? Schande. Was machen wir denn jetzt hier?
Oh oh. Oder müssen wir richtig schnell sein? Ah, jetzt! Vielleicht hat das Wesen einfach kein Auge. Das wird ein Rätsel sein, so wie vieles andere hier auch. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie oft ich bei Limbo damals gestorben bin. Oder bei Inside. So. Blub. Warte mal, vielleicht hängt das ja mit Leuchti zusammen irgendwie. Das könnte gut möglich sein. Ganz schnell mal, okay? Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Los, los, gib alles. Gib alles. Runter, runter, runter. Oh Gott, ist das schwierig zu spielen. Ah. Ja, das muss so gemacht werden. Fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an. Gib alles. Du bist schneller. Du hast die Paddel, Mann. Paddel um dein Leben. Ah! Wow. Wow. Mann, Mann, Mann. Oh, Lampe wieder an. Ist das super, das Teil. Ja, deswegen gibt es Indie-Games. Jetzt ist es weg für immer. Möglich, ne? Wir gucken uns erstmal um. Oh, Bicy. Hier brauchen wir einen Bicy. Und hier ist unser Leuchti. Na, gehst du jetzt weg? Komm, bleib bei uns. Lass dich übernehmen. Wenn wir ranschwimmen, wird dann tot. Oh, 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 oh. Ja, alles will uns töten. Doppelt und dreifach. Aber so spielt man das. So, so war ja Limbo auch. Ja, lernen durch den Tod. Ach. Ach, guck mal an, jetzt raff ich das erst. Der gehört zu ihm. Der gehört zu ihm. Ich werde höher schwimmen. Gibt es hier einen Weg dran vorbei? Nein. Come on. Come on. Irgendwie müssen wir das doch hier. Haben wir ihn? Nee, ah. Aber irgendwas passiert hier. Ein merkwürdiger Soundeffekt. Mehr nicht. So, schön anlümmeln. Und dann weg hier. Und weg, 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 weg. Oh nein. Ja, oh, oh, doch, Auge, Auge, Auge. Es ist das Auge. Aber jetzt, komm her, du Flummi. Auge, habe ich. Ich habe das Auge angeklickt gehabt. Wir sind bereit. Und jetzt. Er muss hier irgendwas kaputt beißen. Irgendwas muss er kaputt beißen. Übernehmen war nicht drin. Und go. Jawoll, ja. That's what I'm talking about. Mach's gut. Tschüss. Aber wer weiß, was hier oben auf uns wartet. Ach, nur die kleinen Beißer, Lies. Alles cool. Alles cool. Wir haben's. Wir haben's. Und jetzt hier rüber. Die Lianen zerfuttern. Flupp. Und flupp. Und flupp. Und jetzt kommt der Stein runter. Dann können wir den Hammer mitnehmen. Vorsichtig, kleiner Beißer. Boom. Ach, guck mal, den können wir auch direkt. Hat nicht gereicht. Direkt übernehmen. Genau, beiß hier nochmal rauf. Auf den Stein jetzt. Ja. Yeah. Klasse. Das mag der nicht. Da kriegt er doch Zahnschmerzen. Oh, hier ist noch ein Toter. Also, noch ein Taucher, wollte ich sagen. Nein, nein, stopp. Ignoriere den Taucher. Müssen wir den Klabusel jetzt überhaupt machen? Ja, müssen wir. Wir müssen den hier irgendwie, ach naja, fressen lassen. Komm. Jupp. Und du wirst vom Großen gefressen. It's the circle of life. Na los, Mann. Friss mich schon. Und jetzt sind wir du. Jetzt sind wir du, richtig. Wenn du uns fressen würdest. Oh mein Gott. Nee, das geht nicht.
Aber rein theoretisch hätte es so sein müssen. Das habt ihr gut gemerkt. Und jetzt hier rein, bitte. Zum Taucher. Oh, jetzt kommt ein neuer. Okay. Vorsichtig. Ignoriere uns. Ignoriere uns. Geht das überhaupt? Ach, wir hätten ihn losbeißen müssen. Ach, du meine Nase. Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Ohren. Nochmal bitte. Ist das die richtige Seite? Nein, ist es nicht. Natürlich ist es nicht die richtige Seite. Hier drüben, da sind die Kleinen. Die Beißies. Die kleinen Schnapperlis. Jupp, flupp. Wieder rüber geschwommen. Die Kette durchbeißen. Und dann schaffen wir den Taucher wahrscheinlich zum großen Fisch. Vermute ich jetzt mal. Hey, stopp! Kette ist durchgebissen. Kette! Beiß die Kette! Oder muss das der Hammer machen? Der hat doch auch unsere Kette durchgebissen. Hey! Weiß ich nicht. Merkwürdig. Vielleicht jetzt? Ich bin mir jetzt da nicht so sicher, wo das Problemchen liegt. Ich setze immer noch auf. Auf Beißi. Ich hol Beißi nochmal her. Jetzt nochmal Beißi. Vielleicht das Schloss durchbeißen. Er hat unser Schloss auch durchbissen. Irgendwo hier. Also unsere Kette hat er kaputt gebissen, aber er kann das nicht. Das ist eine andere Situation. Und der Hammerfisch, der war auch nicht dazu in der Lage, hier irgendwas an der Kette zu ändern. Vielleicht müssen wir hier so ein Gewicht oder so rüber zerren. Nein. Ja. Hier muss irgendwo noch was versteckt sein. Irgendwo eine Wand oder sonst irgendwas. Das ist ja doch hier. Oh mein Gott. Das Ding ist es. Das müssen wir zerstören, ne? Oder? Irgendwo hier gegenballern, damit er hier runterfällt. Vielleicht hat das gar nichts mit dem Taucher zu tun. Oh Gott, ja. Na los! Du Hund, du. Das Ding soll auf dich krachen. Muss er das wieder selber anbeißen vielleicht? Möglich, ne? Oh, wir haben's. Gott sei Dank. Ich habe schon wieder an den Bug gedacht. Hierher. Hier bitte, genau. Und ran da. Jetzt. Beißen. Come on. Und jetzt ist er hinüber. Können wir jetzt abhauen? Ich glaube schon, ne? Aber was ist mit dem Taucher da? Der muss doch irgendeine Bedeutung haben. Hallo, Kollege. Sag ich noch. Ein extra Leben oder so. Schön. Es geht weiter. Können wir dich jetzt übernehmen vielleicht? Ja. Das ist so mysteriös alles. Okay. War das jetzt die Demo? Oh, wie cool. Die perfekte Demo. Okay, wie erwähnt, Link zur Demo in der Beschreibung. Zum Spiel dann natürlich auch. Und ich freue mich jetzt schon auf die Vollversion. Und natürlich hoffe ich, dass das bei euch ebenso der Fall ist. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Lasst mir ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Und mit der Glocke wisst ihr ja auch umzugehen. Wiederschauen, reingehauen. Euer Leo, bis dann. Tschüss.